So Leute, da bin ich wieder zurück zu Devil May Cry. Wir haben letztes Mal die erste Mission gemacht, beziehungsweise die zweite. Wir haben das Prolog gemacht und die erste Mission, wie ihr seht. Und jetzt machen wir die zweite. Bin mal gespannt, was uns in diesem Part erwartet. That's it. No more wheels from here. Alright, guess I'm walking then. Yo, yo, yo. Check it out. What? Was ist das? Von Marison. Sind wohl seine Notizen. Es ist mehr als 30 Jahre her, seit ich so etwas wie einen Brief geschrieben habe. Da ich keine Schreibmaschine oder so etwas besitze, musst du vorläufig meine miserable Handschrift in Kauf nehmen. Ich hörte, dass du nach Red Grave City zurückkehrst. Ich wusste nicht genau, was ich für dich tun könnte. Ich strotze nicht so vor Energie wie du. Und bin auch nicht gerade der Hellste. Doch aufgrund meines Handwerks kann ich dir wenigstens ein paar Hinweise geben. Ich weiß nicht, ob sie dir helfen werden, aber naja, das ist immerhin besser als nichts, nicht wahr? Als ich Dante zum ersten Mal traf, hatte er einen anderen Namen. Tony Redgrave. Ich wette, jetzt bist du hellhörig geworden, was? Tony Redgrave? Redgrave City? Nur ein Zufall oder ist das mehr als das? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Trotzdem dachte ich, wenn du schon auf dem Weg dorthin bist, kannst du das vielleicht selbst herausfinden. Deshalb beschloss ich, dir alles zu sagen, was ich über Dante weiß. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ich solche Sachen preisgebe. Du solltest mir dankbar sein. Okay. Hey, we doing this or what? I'm waiting on you. I'm cooking. Any special orders? Ach ja, ich bin schon richtig gehypt. Also ich weiß noch nicht, was vorkommt. Aber das Spiel sieht bis jetzt schon geil aus. Und was ich da jetzt gerade sehe, sieht auch verdammt geil aus. Oh, einen neuen Arm. Einen zweiten neuen Arm. Und noch einen Arm. Hä? So, ne, ich kann nichts drücken. Alter, was? Das so? Ich kann nichts drücken. Okay, jetzt wird's einfach nur noch lächerlich. Ah, jetzt fertig. Die ganze rote Kugel, Fertigkeiten und Objekte kaufen oder deine Ausrüstung ändern, um bestmöglich zu kämpfen. Wir gucken mal nach Fertigkeiten. Levelbreaker, Ausrüstung und Objekte, genau. So, wir können das Tempo erhöhen, wenn wir möchten. Wir haben genug Orbs. Also lernen wir mal sozusagen fast alles. Genau, wir machen mal alles hier. Table Hopper 2. War jetzt nicht so wichtig, der verbraucht nämlich 10.000. Das ist auch erstmal alles gar nicht so wichtig. Mir geht's eigentlich. Blue Rose. Das gefällt mir schon viel mehr. Alter. Also, wir müssen auf jeden Fall. Doch, verdammt viel Farmen in diesem Spiel. Oh je, Mini. Oh, egal, wir machen hier auf jeden Fall erstmal alles. Wir brauchen ja sowieso erstmal für die Waffe das Wichtigste, erstmal würde ich sagen. Deswegen machen wir das jetzt erstmal in Ruhe. 15.000, ich glaube, soll ich. 20.000. 25.000. Aber da müssten wir die eigentlich schon alle haben. Zack. 100% haben wir dann schon mal. So, wir können hier noch Devil Breaker kaufen. Breaker Plus. Einmal machen wir das. Zack, vergrößern. Wir können bis zu 8 Stück tragen. Hier können wir uns noch neue kaufen. Das machen wir jetzt auch noch eben. Und einmal dieses kaufe ich mir noch. So, Ausrüstung. Genau, wir rüsten uns das für einmal aus.
und den Mega Buster. Brauchen wir uns erstmal eine goldene Kugel. Blaue. So, dann habe ich erstmal genug geshoppt. Und das passt dann erst. So, jetzt gehen wir auf Mission. Mit dem Anpassen gelangst du über das Mission-Menü. Bla bla bla. Den brauche ich jetzt nicht mit hier starten. Endlich! Drücke RB, um den ausgerüsteten Devil Breaker abzusprengen. Die wäre Breakaway in einer. Ah, das ist die Demo-Mission. Die kenne ich auf jeden Fall. Glaube ich. Ja, das ist die auf jeden Fall. Diesen Boss habe ich letztes Mal nicht geschafft zu besiegen, weil der verdammt schwer ist. Aber wir versuchen es einfach mal. Geil. War kein Luftballon. So. Hier sind wir schon mal. Also dieser Mission kommen echt verdammt geile Gegner. Die Mission ist schon verdammt geil. Und dieser Boss, der am Ende kommt, der ist heftig. Und diese Viecher sehen auch verdammt geil aus. Das ich feier dieses Spiel jetzt schon. Je länger eine Vielfalt deine bekommen muss, bestimmt wie viele Stilpunkte und welchen Stilrang du erhältst. Die Ränge wirken sich auf deine Punkte im Endbildschirm nach einer Mission aus. Genau. Das heißt also, wir müssten am liebsten so viele Kombos machen, wie nur möglich. Genau, jetzt können wir das machen. Geil. Also ihr seht, Leute, dieses Spiel ist einfach geil. Natürlich kann ich es noch nicht ganz. Versuche mich aber wirklich anzustrengen. Genau, die Fähigkeit haben wir gerade freigeschalten. Ist das geil. Also ich finde, wenn man mal wirklich die Wut auslassen möchte, dann bei diesem Spiel. Bam. Wir haben S-Bürger bekommen, das ist doch schon mal was. Und mir gefällt das Spiel bis jetzt richtig gut, also... Also bis jetzt haben die, gefällt es mir sogar noch ein bisschen besser als in der Demo. Ich weiß nicht, es spielt sich alles viel lockerer gerade. Oh ja, wir sind jetzt auch schneller dank der Fähigkeit. Zack. Ich werde jeden Gegner einfach mal mitnehmen. Warum nicht? Und jetzt kommen wir schon zu den nächsten Gegnern. Die sind arschgeil. Was habe ich gesagt? Hellcana. Ich werd verrückt. Die Dinger sehen so geil aus. Das kann ich mir wohl ausrollen, vergessen. Jetzt habe ich umsonst einen Devil Breaker verbraucht, das ist nicht gut. Weiß gar nicht, wie habe ich das vorher gerade noch mal gemacht mit dieser Feuerattacke? Ich hab's vergessen. Oh je, meine. Ja, die Leute, ich muss wirklich noch viel lernen, ihr seht schon. Autsch. Und die Kämpfe dauern endlich mal ein bisschen länger. Bin ich ja sogar mal ausnahmsweise gut. So ab ins Hotel. Uns wieder ein bisschen Leben holen.
Und diesen Abteil in der Demo konnte man leider nicht spielen. Ah. So. Looks like I'm gonna make it there before you do, V. Ach, deswegen hat man das wahrscheinlich in der Demo nicht gesehen, weil dieser Wii oder V oder was auch da ist. Achso, ne, da müssen wir da lang. Trying to stop me. Oh, whatever shall I do? Huh. Yeah, I can make it. Das ist so eklig. Ich nehme auch irgendwie so ein ekliges Insekt und stecken mir das einfach mal in der Tasche. Und das stecken wir jetzt in die Vagina. Nein, Spaß. Das ist so eklig. Wie aus Kotze. Aber dieser Effekt und sowas, das sieht echt. Ich weiß nicht, das haben die echt verdammt gut gemacht. Hier mal rein. Auch nicht. Wait. Which way did I come from again? Oder whatever. Ja. Gedrückt halten, um die Kamera auf der nächstes. Oh. Und nix. Ich hatte gedrückt. Ja, wow. Dann gehen wir mal auf der rechten Seite. Ja, da waren wir schon. Linken geht auch nicht hoch. Jedenfalls wieder runter. Hier hoch. Hier ist auch nichts. Kann ja nur noch da sein. Hier steht nur so ein Vieh. Okay, nein, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Und zack. This again. Oh, noch so eine eklige Larve. Da bekomme ich. Könnten. Oh gut, vielleicht brauche ich die auch nicht. Aber wir können auch erstmal hier lang gehen. Ah, da ist er ja. Knack. Los. Bin noch mal aus. Nein, sowas auf jeden Fall nicht. Yeah.
paar rote Orbs nehmen wir natürlich gerne immer mit. Manche Wände, Decken und Böden trägen spezielle Muster. Wenn du diese von Weitem aus der richtigen Position im richtigen Winkel betrachtest, werden sie kombiniert und erhalten eine Geheimmission. Stelle dich auf die glühende Stelle in der Nähe und blicke in die richtige Richtung, um das Muster zu vervollständigen. Dadurch kannst du Geheimmissionen spielen. Das machen wir aber nicht. Dieses Mal, das können wir irgendwann nochmal gerne machen. Aber nicht heute. Ah, jetzt weiß ich wieder. Ja, sorry Leute, dass ich jetzt nicht so viel rede. Da ich mich also jetzt gerade so ein bisschen aufs Spiel konzentriere, weil das ist schon ein bisschen schwieriger. Genau, das kennen wir aus der Demo. Das ist der Baum. Ich will diesen blöden Baum schon nicht mehr sehen, genau. Und hier hat mein Kumpel was Schönes gezeigt. Ich krieg das natürlich nicht hin. Auf jeden Fall, man kann da irgendwie hochspringen und dann kriegt man da auch nochmal Ops. Die Musik ist auch echt geil. Aber also ich denke mal, wenn ich so weitermachen werde, werde ich den Boss, der gleich kommt, nicht besiegen. Der war schwer, muss man sagen. Mann, ich habe langsam die Schnauze voll davon. Hier oben ist noch ein Ärmchen. Achso, kann man doch aufladen. Oh. Brauchen wir wieder die eklige Larve. Yeah. Wird glaube ich ein weiter. Das war in der Demo nicht so. Diesen Gegner gab es in der Demo auch nicht. Alter, sehen die heftig aus. Ohne Witz. Tau an Tenoda oder sowas. Er sieht geil aus. Was? Ich habe echt vergessen, wie man ausweicht. Voll Honk. Alter, fuck. Was du Blödsinn. Bam. Da stand doch aber, ich sollte A, also A und nach mit den linken Stick dann drehen. Wie klappt das? Da muss ich hier irgendwie. Da nicht und da.
Oder? Ich hab keine Ahnung. Kam mich doch. Demo war das anders. Nee. Ich glaube, wenn ich so weitermache, wie ich jetzt spiele, dann werde ich den nächsten Boss, meine ich jetzt, der jetzt gleich kommen sollte, nicht schaffen. Oh. Ich muss ehrlich sagen, der neue Arm ist echt klasse. Boah. Da ist noch einer. Ich glaube, die brauche ich jetzt gleich alle. So, um die eine Telefon zu haben. Genau. Telefonieren auch noch. Telefon. Guess the phone still works. Took you long enough, dumbass. What happened to the third ring? Tell you what, you call me from now on and I'll hustle on over. Genau, jetzt kommt die und dann gehen wir gleich zum Boss. Du kannst Dekos Transporter rufen, bei denen du rote Kugeln gegen Fertigkeiten und Objekte eintauschen. Genau. Das brauchen wir jetzt nicht, da ich sowieso zu wenig habe. Wir müssen natürlich jetzt erstmal zu dem Boss, der jetzt kommt. Und der sieht arschgeil aus, Leute. Wer kennt das nicht? Da wird uns Bully auf uns geworfen und dann gehen wir da einfach raus, als ob nichts wäre. Da ist dieser geile Boss. Batch. Ganz ehrlich, diese Grafik von diesem Viech ist sowas von heftig. Wird auch verdammt geile Attacken. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass der in der Demo auch so viele Augen hatte. King? König? Du? Der ist kein hirnloser Furz im Wind. Der ist, ja, verdammt stark, also verdammt nervig sogar. Und das ist doch geil, oder Leute? Ah, und der ist auch vielleicht verdammt schwer. Goliath. Ja. Und ich Idiot weiß nicht, wie man ausweicht. Und das ist ganz schlecht gegen diesen scheiß Boss. Ihr seht, wie groß der ist. Angst. Hopp. Hopp. Ach fuck, ich hab zu wenig Leben. Merke ich jetzt erst. Alter, was? Leute, ich versuche mich gerade anzustrengen, also bitte nicht wundern, wenn ich jetzt kaum rede oder so. Weil Leute, sogar mit Wechsel der Arena sogar. Get up all you want.
Angst. Ich muss sagen, eine Demo war ja deutlich schwerer. Oh fuck. Das ist auch eine beschissene geile Attacke. Aber ich glaube, ah! Mit LB einen Devil Breaker. Ah, so. Habe ich keinen mehr. Alter, warum wackelt das denn so? Da ist ein Schuh, ein Handschuh bei dir. Ah. Wieso? Alter, was? Oh mein Gott. Ich glaube, da liegt was. Leben oder so ein Scheiß. Oh ja, jetzt können wir das gar nicht leicht hin, denke ich mal. Warum ziehen wir denn nichts? Oh nein, jetzt haben wir keinen Devil Breaker mehr. Ah! Das ist so scheiße, wieso hört er nicht auf? Fuck. Oh, wir haben es sogar noch geschafft. Oh, er ist gleich tot. Ein Glück. Zack. Das war deutlich einfacher, als ich gedacht hatte. Hat aber echt Spaß gemacht. Also wirklich, da kann man sogar noch nachts die Sau rauslassen. So wie ich jetzt, das ist jetzt 4 Uhr. Also Leute, für euch mache ich echt vieles, wenn ich ehrlich bin. Aber danach mache ich jetzt erstmal Schluss. Also mit den Let's Plays. Aber Alter, ich feiere das Spiel jetzt schon. Ich freue mich schon morgen weiterzumachen. Geil. Little Wanderer. Alter, ist geil. Das war nicht nett. You out of his tummy teeth. Pardon my delay. I was catching up on some reading. Yeah, looks like a real page turner. Yeah, der Baum fällt zusammen. Wo muss das? Think Dante's still in there? If Urizen defeated him, then I expect he's not much more than Clyphod pollen by now. What? Glyphod. It's a tree that grows in the underworld. It thrives on human blood, and those whose blood it sucks, well, let's just say they don't turn out too well. Well, in any case, we need to find out. If Dante's alive, we'll save him. If not, we don't. Wait.
First, we need to exterminate some Clyphod roots. Clyphod-Wurzeln. Aber wir können auch mit diesem Wii spielen. Ich finde den echt geil mit den Tieren, die, die er alle aufbeschwören kann. Ich glaube, das wird einer meiner liebsten Charaktere. Hey, you must be V, huh? Hey, you gonna get that? Ding, 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 right by your feet. Woo-wee. I'm gonna make something amazing out of this. Oh, nice. Kriegen was Neues. Did you just sniff that? Do you have any idea where that's been? Up your butt? Dein Hintern. Focus on the mission. So Leute, das war jetzt ein etwas längeres Let's Play. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat, obwohl es jetzt nicht so lang war, sag ich mal. Oh, wir haben ein S bekommen, Leute, nice. Ich meine, obwohl es jetzt nicht so, ich konnte jetzt nicht mehr so gut sprechen, weil es auch ein bisschen spät ist. Ich hoffe trotzdem wirklich, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu Part 4 wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.